Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat herausgefunden, dass der deutsche Durchschnittsverdiener bei dieser Inflation ungefähr 12.000 Euro im Monat mehr verdienen müsste. Was? Ja, ohne Tanken und Heizen natürlich. Deswegen wird es nicht nur ein weiteres passives Unterstützungspaket geben, sondern auch sogenannte aktive Unterstützungspakete. Was soll das denn sein? Na, die Bürger werden aufgefordert, doch bitte in größerem Umfang Pfandflaschen zu sammeln und alten Plunder wie Klamotten, Möbel und uneheliche Kinder im Netz zu verkaufen. Aber um sie dabei nicht ganz im Regen stehen zu lassen, übernimmt die Scholz-Regierung zum Beispiel die Kosten für 7 Minuten WLAN im Monat und stellt kostenfreie Passwörter zur Verfügung, die die Bevölkerung für die ganzen Plattformen wie eBay, Rebuy, Vermondo, Flomaki und wie sie alle heißen, nutzen können. Das ist doch mal was, oder? Oh, ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Die Enten bei ihrer Lebensmittelbeschaffung unterstützen. Ach, und mach sie mal auf die Socken. Diese PET-Flaschen bringen am meisten Kohle. 25 Cent. Das ist immerhin ein Schnapsglas Diesel. Hallo Robert. Guten Morgen, Frau Merkel. Aber findest du nicht auch, dass die Sache etwas aus dem Ruder läuft, seit Mutti nicht mehr am Start ist? Naja, aber Ihnen war ja auch kein Krieg und kein Corona. Hallo? Ich hatte wohl Corona, also persönlich und als Krise. Plus den 11. September, die Finanzkrise, die Eurokrise, den Brexit, Schuppenflechte und Flüchtlingskrise. Also wenn ich anmerken darf, also Schuppenflechte ist ja wohl privat und wird damit abgezogen. Und einen 11. September gibt es dieses Jahr auch. Genauer gesagt, kommenden Sonntag. Du weißt genau, wie ich das meine. Nö, keine Ahnung. Ich stelle mich einfach dumm. Wissen Sie, ich konnte 16 Jahre von den Besten lernen. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.